Hallo, liebe Fruchtbarkeitsfans. Ich kriege immer mal wieder Anfragen von Frauen, die einfach sich die Selbstbeobachtung nicht zutrauen, also die Zyklusbeobachtung und anhand dessen natürlich zu verhüten, ja, weil man einfach die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage bestimmt. Und deshalb möchte ich euch jetzt mal inspirieren dahingehend, dass ihr das auf jeden Fall schaffen könnt, ja. Ich habe ein 3-jähriges Kind und das möchte euch jetzt einmal die Gebärmutter und alles drumherum erklären. So, Marvin erklärt jetzt die inneren Geschlechtsorgane der Frau. Wo sind die Eierstöcke? Eierstöcke da. Und wo sind die Eileiter? Eileiter sind da. Da ist die Mutter. Da ist die Mutter. Und da ist der Mutterkorb. Nee, sag nochmal, wo ist die Gebärmutter? Gebärmutter. Nee, wo ist die Gebärmutter? Gebärmutter. Gebärmutter. Und wo ist der Muttermund? Der Muttermund da. Aha, okay. Da. Glaubst du immer noch, dass du das nicht schaffst, mit NFP deinen Zyklus zu beobachten und deine fruchtbaren Tage selbstständig auszuwerten? Ich denke, du schaffst das. Und ich meine, ja, wir haben unser Kind auch nicht irgendwie dazu gedrängt oder so. Es war einfach, wir arbeiten ja viel mit diesen Themen Fruchtbarkeit und auch mit der Gebärmutter, mit dem Gebärmuttermodell, was wir hier gehäkelt haben, mit den Eierstöcken und Eileitern und dem Muttermund. Und das lag halt einfach bei uns immer zu Hause rum und unser Kind hat uns immer gefragt, ja, was ist denn das und was ist das und wie heißt denn das? Und dann haben wir es ihm gesagt und ja, dann hat er sich das einfach gemerkt, ja, und hat das ziemlich schnell verstanden. Ja, wir sehen uns dann also im nächsten Video, wenn ihr mehr Infos wollt, auf hormonfreiundsicher.com. Ciao!